Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute mit einem weiteren Low-Budget-Trading-Tipp. Heute wieder für den Zuschauer natürlich das Budget, und zwar heute für den guten TPK. Der schreibt, ja, ich habe 8000 Coins, eben durch Icon Packs das Ganze weggeknallt, Budget. Und von dem her heute ein sehr, sehr geringes Budget. Falls du natürlich fürs nächste Video drankommen möchtest mit deinem Budget, dann schreib das jetzt gerne in die Kommentare, in den Kommentarbereich. Heute geht es um Bronzemethoden, beziehungsweise um eine Bronzemethode, um Bronzekarten. Und ich würde sagen, ja, wir gehen direkt mal rein, starten direkt mal. Wenn euch das ganze Video gefällt, gerne hier einen Daumen nach oben da lassen. Und ich würde sagen, let's go. Punkt Nummer 1, ihr geht in eine berühmte Liga, sprich die Premier League, in die Liga und so weiter und so fort. Geht dann auf Bronze. Schaut euch ein paar Spieler raus, die, ja, interessant aussehen, die auf jeden Fall, sag ich mal, ja, ein bisschen was wert sein könnten, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel hier mal mit Joshua Zirkzee ein Beispiel, das man, denke ich mal, nehmen kann. Spielt zwar für, ja, jetzt zwar nicht die erste Liga in Deutschland, aber für die dritte, die auch sehr hoch angesehen ist, ne, ist so ziemlich, wenn sogar nicht die beste dritte Liga, die es auf der Welt gibt, abgehoben. Vielleicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kostet der Boy schon einiges. Ja, ich habe die Trade-Methode erst richtig dadurch kennengelernt, dass ich im Stream einfach so einen Spieler kaufen wollte. Und zwar, ihr guckt, ob es diesen Spieler mit Hunter gibt, wenn es ein Angreifer ist. Und ihr seht hier, der kostet aktuell 2,9k. Gibt es für Bietenpreis. Kann man direkt drauf bieten, direkt mitnehmen und auf die Beobachtungsliste setzen. Denn der ist definitiv deutlich, deutlich mehr wert, ja. Also ihr haltet auf Spieler Ausschau, sagen wir es mal, über die Außen und über den Angriff auf Hunter und zum Beispiel Sechser oder Verteidiger auf Shadow, ja. Schaut er dann immer nach, was die normal kosten und was der Campstyle an sich kosten würde. Wir wissen ja, Hunter und Shadow sind beide ungefähr bei über 10k. Er kostet jetzt normalerweise so 1,5k, sage ich jetzt einfach mal. Plus Hunter, das sind über 10k. Natürlich muss man jetzt nicht übertreiben, ne, wenn es den Spieler nur einmal auf dem Markt gibt. Man sollte sich eben auf dem Markt anpassen. Selber, wenn ihr natürlich der Marktführende seid, wenn ihr der Einzige seid mit diesem Campstyle, könnt ihr natürlich variabel das Ganze einstellen. Ich würde es trotzdem natürlich nicht übertreiben. Ich habe ihn damals eingekauft für 3,5k, ja. Und habe ihn dann auch draufgestellt, das war übrigens SK, habe ich den gekauft, für 4200, und ihr seht hier, ich habe es nicht übertrieben und er ist direkt weggegangen. Also ihr solltet nicht übertreiben. Das war auch einer mit Hunter bloß, das sieht man jetzt nicht mehr, weil natürlich, wenn sie verkaufen, gehen sie auf den Basic Chemistry Style zurück. Und von dem her kann man das natürlich da nicht nachvollziehen. Das auf jeden Fall wird eine sehr geniale Trading-Methode. Schreibt jetzt, wie gesagt, wieder euer Budget fürs nächste Mal in die Kommentare. Vielleicht kommt ja dran, dann bist du der Nächste, der mit seinem Budget hier in diesem nächsten Video mit dabei ist. Das wäre es auf jeden Fall gewesen. Gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben da lassen. Ich bin raus, Jungs, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.